ich jetzt ein paar Stiefmütterchen reinpflanzt. Und da sieht man dann schon, der hat gestern gegossen, mein Guter. Und dann sind die Eier ein wenig so zusammenbretscht. Da muss ich jetzt wieder auszupfen und ein wenig aufhacken, dass sie doch wieder kommen. Und was natürlich am schönsten ist, sind eigentlich immer, ich vergiss mal nicht, die sind so schön, die kommen. Eure Gärtner angelegt, also sozusagen unsere Gärtner waren da. Und da hinten sind die Buchsbäume gepflanzt worden. Und stellt euch vor, jetzt ist da dieser blöde Buchsbaumzimmler drin. Und der frisst eigentlich alles von unten zusammen. Der macht die Stiele kaputt und da wird alles kaputt. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht können wir es nochmal da halten. Jetzt haben wir es schon mal ein bisschen gespritzt. Aber weißt du, ich will jetzt auch gar nicht viel spritzen, weil wir haben ja nur eine Katze von der Susanne, die besucht uns, und die Lola. Und es soll nämlich gar nicht so viel Gift sein im Garten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist jetzt der Garten, das Reich meiner Frau, das muss ich einfach einmal so sagen. Denn Gartenarbeit, da braucht man, das muss man verstehen, das muss man können. Und ich kann das nicht. Ich lasse das lieber alles meine Frau machen. Ich mache dann Hilfsarbeiten, so wie Rasenmäher und einmal einen Baum ausgraben oder sowas. Das kann ich. Aber so hochwertige Arbeiten machen wie die Pflanzen, Blumenpflanzen oder sowas, das kann ich nicht. Ich sage gescheiter, das wird dann auch nichts besser. Das macht, aber ich habe gerade gehört, dass sie mich geschimpft hat, weil ich gegossen habe und ich habe nicht richtig gegossen. Der hat zu mir gesagt, wie man das machen muss. Wenn man gießt, dann muss man einen ganzen breiten Strahl machen und kann so einen scharfen, gebündelten, strengen Strahl, das ist nicht gut für die Blumen, weiß ich ja nicht. Jetzt weiß ich es, in Zukunft mache ich das so, dass ich mit einem ganz breiten Strahl gieße. Genau, du bist also lernfähig. Ja. Machen wir ja so. Gell? Okay. Also das ist unser Garten. Und man sieht sie auf der Terrasse, wenn es irgendwie geht, dann sitzen wir auch gern draußen, lesen unsere Zeitung, trinken unseren Kaffee. Wenn ich nicht gerade in der Lebenshilfe zu tun habe, dann kann man natürlich nicht, das geht. Aber wir sind ja gern, nicht nur ich, auch meine Frau, wir sind ja gern für die Lebenshilfe tätig, weil es einfach Spaß macht, für so tolle Menschen da zu sein, wie wir es bei uns in der Lebenshilfe haben. Also liebe Freunde, unser Garten, wir zeigen euch gern ein andermal auch noch was anderes von unserem Haus und wie es uns so geht und wie wir so leben. Aber ich kann sagen, uns geht's gut, Gott sei Dank, und wir hoffen, dass es euch auch gut geht. Ja, und dass wir uns gesund und bald einmal wieder draußen wiedersehen, so wie in unserem Garten. Ne? Danke für euer Interesse. Lola?